Heute ist Montag, der 6.4.2020. Seit heute besteht offiziell in Jena die Pflicht des Tragens von Schutzmasken im öffentlichen Raum. Und ich müsste eigentlich jetzt hier immer in Zukunft mit Schutzmaske sitzen, denn mein Balkon ist ja auch ein öffentlicher Raum geworden, zumindest wenn ich ihn bei YouTube hochlade. Und ihr seid mir aber hoffentlich auch nicht böse, wenn ich trotzdem meine Schutzmaske abziehe. Denn das ist dann doch ein bisschen unbequem, ein bisschen arg warm. Wenngleich ich ein großer Freund der Boxershort-Variante bin, das finde ich durchaus wirklich sehr kreativ, was den Leuten so alles einfällt. Und ich möchte heute mit euch die Werbetrommel rühren und möchte überlegen, wie wir gemeinsam weitermachen können. Für mich ist heute vom Gefühl her so etwas wie Halbzeit, Zwischenstand, und es ist gut, auch Zwischenbilanz zu ziehen. Ich habe heute in dem Tutorial Grundkurs Ukulele auch ein bisschen Grundsätzliches nochmal gesagt, und das möchte ich hier im Grunde genommen am Balkon auch nochmal tun und überlegen, wie wir weiter verfahren können. Das heißt nicht, dass ich in irgendeiner Weise unzufrieden bin. Es ist großartig, wie es läuft und wie viele Menschen wirklich jetzt Ukulele spielen und dranbleiben. Und es erst begeistert mich einfach, wenn ich höre, dass es einen Familienstreit gibt, weil man sich eben in eine Ukulele reinteilen muss. Ja, das ist doch irgendwie toll, wenn es einfach Spaß macht, dieses Instrument zu spielen. Und ich finde, es sind schon unglaublich viele, aber ich glaube, dass die Idee auch noch weiter tragbar ist und dass es viele Menschen begeistern kann, denn es macht einfach Freude, etwas aktiv zu tun. Es gibt ja zurzeit unglaublich viele Angebote im Netz von Künstlern, die etwas vorführen, aber das hat immer irgendwie was mit Konsum zu tun. Ich lege mich zurück und fast ein Stress. Ich muss das nächste Konzert von Sido hören und Igor Levit spielt Beethoven. Das sind wahnsinnige Menschen, die ganz große Kunst schaffen, aber es fehlt, sagen mir zumindest, das Aktive, das selber dabei sein. Und das ist vielleicht die Besonderheit, dass hier jeder selber aktiv werden kann. Und wir am Schluss dann auch zusammenkommen und das, was wir erlernt haben, dann zusammenfügen. Das Erste ist natürlich, wenn wir die Werbetrommel rühren wollen, ist, dass wir einfach das weitererzählen und die Menschen von dieser Idee insgesamt begeistern. Jetzt lassen wir das Flugzeug mal hier kurz durchfliegen. Das sind so diese Geräusche. Es fliegen viele Bienen rum, aber auch gerade mal eben so ein Flugzeug. Also das Erste ist, dass wir die Menschen begeistern und erzählen von der Idee. Und glaube ich, es ist ganz wichtig, dass ihr dazu sagt, man kann jederzeit einsteigen. Also man kann nicht etwa quasi sagen, nur wenn man vom Anfang dabei ist. Im Gegenteil, man kann auch kurz bevor die Ausgangssperre aufgehoben wird, auch noch einsteigen. Wenn man dann zwei Akkorde spielt, ist es doch trotzdem noch großartig. Und nicht, dass es so wie ein Berg empfunden wird. Ich komme an, oh Gott, es gibt schon 15 Tutorials. Nein, jeder findet seinen eigenen Weg und man kann immer, immer einsteigen. Bitte das so weiter sagen. Die zweite Sache, die mir auch helfen würde, wenn wir einen Flyer hätten, ja, so eine PDF-Datei, ein JPEG, was man gut rumschicken kann, wo man Leute mit einem Bild sagen kann, um was es geht. Mir schwebt beispielsweise vor, dass wir ganz viele Fotos sammeln von Leuten mit ihrer Ukulele, wie sie da sitzen und üben oder in der Hollywood-Schaukel auf dem Balkon, und dass wir dann so eine Art Mosaik machen und dann noch irgendeinen guten Spruch, den man dann noch einfügen kann. Allerdings sehe ich meine Aufgabe vor allem darin, diese Tutorials zu machen, und das ist, glaube ich, echt erstmal genug. Deswegen suche ich eine Grafikerin, einen Grafiker, der das vielleicht übernehmen könnte. Also gibt es dort einen. Auch cool wäre natürlich, sowas wie einen Teaser zu produzieren, in dem vielleicht auch deutlich werden könnte, wo überall Menschen Ukulele lernen. Es ist nämlich nicht mehr, schon lange nicht mehr auf Jena begrenzt, in der ganzen Welt. Ich weiß von Australien, ich weiß von China, ich weiß von Schweden, Ecuador und von der Schweiz, von Leuten, die dort sitzen, irgendwie eine Verbindung zu Jena haben und jetzt auch dort das Instrument lernen. Auch vielleicht könnte man das in diesem Teaser ja gut zusammenfügen oder irgendwie zeigen. Wer hat da eine Idee? Also wer könnte da was schneiden? Wer könnte da eine Idee in den Raum werfen, die man dann diskutiert. Ich habe auch einen Teaser produziert, der ist ganz witzig, ganz gut geworden, allerdings ist er viel zu lang. Also 4 Minuten ist für einen Teaser ein bisschen zu lang, das schauen sich die Leute nicht zu Ende an. Aber ich werde ihn vielleicht heute Abend, wenn ich ihn fertig geschnitten habe, mal ins Netz stellen, dann könnt ihr ihn euch ja anschauen. Dann sollten wir auch viertens neue Plattformen nutzen. Ich bin Alexander Schmick sehr dankbar, der hat relativ am Anfang diese Facebook-Gruppe gegründet, und da sind auch schon weit über 100 Menschen miteinander verbunden, die sich dort austauschen, Fragen stellen. Das finde ich dann ganz großartig und ich es alleine auch irgendwie gar nicht schaffe.
Allerdings muss man sagen, mit Facebook erreicht man eben nur etwas ältere Menschen, also sagen wir Menschen ab, sagen wir 25 aufwärts. Das ist auch der Grund, warum ich bis jetzt noch nicht bei Facebook war. Ah, der war richtig gut, ja. Aber ich habe mich jetzt wirklich auch deswegen bei Facebook angemeldet, um da auch mitreden zu können. Aber es gibt ja noch andere Plattformen, zum Beispiel Instagram oder TikTok, wo ich mich auch nicht so wirklich auskenne. Vielleicht hat jemand von euch, vielleicht ein Jugendlicher, Lust, da einen Account zu eröffnen und etwas da reinzuschreiben in die Gruppe und dort wieder andere Menschen anzusprechen. Gerade, also alle Jugendlichen haben Instagram und nicht mehr Facebook. Vielleicht könnten wir da eine andere Gruppe erreichen. Also, wer von euch könnte einen Account bei Instagram, TikTok, Twitter, whatever, irgendwie eröffnen und sich auch darum kümmern? Letzter Punkt noch, fünftens, wer sammelt Spenden? Ich habe am Anfang das mal ein bisschen ins Leben gerufen und konnte von den Spendengeldern 12 Instrumente kaufen, die wir über den Schulsozialarbeiter Martin Rauchmal dann weiter verteilen konnten. Die sind angekommen, alle bei den Menschen, die sich gerade nicht leisten können. Das finde ich eine ganz schöne, ja, nicht nur eine Geste, sondern es ist einfach eine tolle Sache, dass Leute dann mitmachen können, die sie gerade nicht dieses Instrument leisten können. Und da könnt ihr vielleicht auch noch mal weiterdenken. Ich habe schon verschiedene Vereine angefragt, aber bei denen funktioniert das nicht mit den Satzungen. Möglicherweise gibt es da auch eine Idee. Also alle, die jetzt eine Idee haben, wie man die Idee, eine Idee, wie man die Idee, na gut, okay, also ihr wisst schon, was ich meine, wie man das weiter verbreiten könnte. Da wäre ich dankbar, wenn ihr mir eine Rückmeldung gebt und wenn ihr selber da auch aktiv werdet. Deswegen lasst uns die Werbetrommel gemeinsam rühren und jener Lernukulele ist schon längst nicht mehr der passende Titel. Im Grunde genommen heißt es, jener, die Welt lernt Ukulele.